So, schaut euch mal dieses Träumchen an. Ist das nicht ein wunderschöner Farbverlauf? Das hat so viel Spaß gemacht, mit diesem Garn zu stricken. Das stelle ich euch gleich vor in dem Video. Aber schaut auch mal dieses tolle Muster. Also das Ganze ist jetzt gebadet und gespannt worden. Ihr seht auch hier vorne an den Ecken, das kommt dann besser raus. Also ganz am Schluss, das habe ich im Video nicht erzählt, habe ich hier die Kanten noch einmal umhäkelt. Nicht jeder kann häkeln oder will häkeln. Ich sage es dir nur einmal, alles feste Maschen und dann jeweils hier an der Spitze, immer wo die Naht ist, da habe ich jeweils in eine Masche, also bei diesem, da wo das spitz zuläuft, vier Stäbchen reingehäkelt in eine Masche, so dass dann dieser Knubbel entsteht. Und dann habe ich weiter feste Maschen gehäkelt bis zur nächsten Spitze. Hier ist es halt eine andere Farbe und dann auf jede Spitze vier Stäbchen in eine Masche. Und so ist dann das entstanden. So. Und du siehst dieser wunderschöne Farbverlauf hier. Ich habe also mehrere Knäule verwendet. Das erfährst du alles gleich im Verlauf des Videos. Und ich wollte dir nur einmal hier schon mal vorab zeigen, wie wunderschön das Ganze geworden ist. Wir haben hier eine Gesamtlänge von ca. 140 cm und dann haben wir hier eine Breite von ca. 26 cm. So, und es ist alles wunderbar weich, total farbenfroh, farbintensiv, toller Farbverlauf, super Garn. Ich bin sehr, sehr, sehr verliebt. Schau unter das Video in die Infobox, denn ich gebe diesen Schal her. Du kannst ihn erwerben, wenn du möchtest. Die Infos dazu findest du unter dem Video. Sollte da kein Text mehr zustehen, dann ist er bereits vergeben. Aber ich trenne mich von meinen Sachen. Ich habe einfach zu viel und dieses wunderschöne Stück könntest du haben. So, viel Spaß mit dem Video. Bevor es losgeht, zeige ich euch noch dieses wundervolle Garn, mit dem wir hier stricken. Schaut mal, wie toll die Farben hier aussehen. Die kommen leider nicht ganz so brillant rüber. Ich sehe das hier gerade im Bildschirm, wie sie in echt sind. Also es ist super, super schön. Candy, Bonbon, Regenbogen, Einhornfarben mäßig bunt. Und dieses Muster benötigt eigentlich nur eine Reihe, also zwei, wobei eine komplett nur links ist. Also da muss man sich ja nun wirklich nichts merken, außer dass man links stricken muss. Und dann die andere Reihe, da muss man so ein bisschen aufpassen, aber das hat man ganz schnell raus. Und so habe ich schon fröhlich vor mich hingestrickt. Und damit du schon mal siehst, wie das wirkt, wenn ein Teil schon gestrickt worden ist. Du siehst, das sind hier immer die, das ist ein Muster, das 10 Maschen benötigt. Und dann kannst du immer verschieden, also 10 Maschen immer dazu addieren, je breiter du das haben möchtest. Also das Muster ist teilbar durch 10 plus 3. Das heißt, du kannst dann immer 10 weitere Maschen dazu nehmen oder eben weniger, wenn du es weniger breit haben möchtest. Ich habe jetzt hier 63 Maschen angeschlagen und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal den Mustersatz, eben weil einer 10 Maschen benötigt. Und diese 3 Maschen, das ist für den Rand, damit das und für die Symmetrie, damit das gut aussieht. Hier unten wird es nachher so ein bisschen so Wellen geben. Die rollen sich jetzt ein. Das heißt, ich werde diesen Schal, dieses Dola,
noch baden und spannen, wenn sie fertig ist, damit das sich hier alles richtig hinlegt und so bleibt und sich nicht einrollt. So, und ich habe hier schon zwei Knäule verstrickt. Jetzt ist der dritte dran. Du siehst, ich habe hier, also das ist eben einen sehr sanften Farbverlauf, und ich habe hier dann mit dem nächsten Knäuel, der fängt hier an, das sieht man ganz genau, mit diesem Hellblau. Da kann man natürlich schöne Effekte mit erzielen, aber wenn du eben möchtest, dass das doch mehr so farbverlaufsmäßig weicher reinläuft, dann musst du beim nächsten Knäuel, wäre jetzt bei mir dran, also hier, der Faden ist zu Ende, und wenn ich den nächsten Knäuel jetzt ansetze, dann gucke ich, ob ich von außen oder von innen eine Farbe habe, die zu dieser passt, die jetzt aufhört. Also ich habe mir mit so einem grünlich-blau hört der Faden hier auf, und ich werde mit einem Blau weiter anknüpfen. Das kommt dann aus dem Inneren des Knäuels, und dann würde das ins Grünliche wieder übergehen. Aber wenn es dir auch nichts ausmacht, dass der Farbübergang jetzt hier so einen harten Cut hat, so wie hier, dann ist das natürlich auch okay, und da kann man auch gewollte Effekte mit erzielen. So, aber jetzt schau dir mal diese schöne Candy, dieses Candy-Knäuel an. Ich zeig dir einmal, wo du das bekommst. Das ist ein Garn von Langjans. Und ich habe das aus dem Etsy-Shop von der lieben Miriam. Und das ist ihr Wolle-Profi-Shop. Kleinen Moment. So, und der nennt sich halt Wolle-Profi, der Shop bei Etsy. Und da kannst du aus ganz vielen Garnen dein Liebling rauswählen. Ich gehe einmal hier in die Filter, und da gucken wir direkt, wo Langyarns ist. Das ist da. Und dann findest du alle Garne von diesem Hersteller. Und da scrollen wir mal bis dahin. Das nennt sich also Merino 120 Degradé Superwash. Scharf freundlich, das ist immer sehr, sehr wichtig, damit die armen Schafe nicht leiden müssen. So, und hier kannst du dann aus vielen Farben auswählen und dann eben deine eigene, deinen eigenen Geschmack da reinbringen. Also es sind wirklich viele Farben zur Auswahl. Meine ist jetzt, wie nennt sich denn die Farbe? Das ist Farbe 37.0001. Wir wollen einmal kurz gucken, wie sich das denn nennt. Denn hier ist das anders dargestellt. Wie nennt sich das wohl? Bunt Pastell eventuell? Das könnte das sein. Ich denke, dass es das ist. Wir schauen einmal noch schnell lang. Nichts sieht so aus wie das, was ich jetzt gerade habe. Ja, also das ist Bunt Pastell. Falls du diese Farbe auch mitnehmen möchtest, dann nennt die sich Bunt Pastell. So, und die hat eben ganz viele Regenbogen, Einhorn, super Candy-Farben drin. Zuckerwatte, alles Mögliche fällt einem dazu ein. Derzeit an 15% Rabatt, aber wenn das Video online geht, wenn ich das hochlade, weiß ich eben nicht, ob der noch da ist. Schau in die Infobox unter meinem Video, ob es einen weiteren Rabatt gibt. Meistens ist da einer, 10, 15 oder 20% Rabatt gibt es meistens für wenige Tage, wenn mein Video online geht. So, und hier kannst du so ein bisschen was zu den Produktdetails lesen. So, habe ich das jetzt da. Da.
Kleine Zauberkugeln, ja. Die eignen sich perfekt für jedes Projekt. Es sind verblüffende Farbnuancen, die sie immer wieder in Erstaunen versetzen werden. Diese Merino Extra Fein ist maschinenwaschbar und eine farbige Ergänzung unseres Basisgarns Merino 120 mit genau der Qualität, die Sie von uns gewohnt sind. Ja, genau. Also, wir haben hier ein Merino Garn, also wirklich und Superwash eben. Du kannst es also dann in die Waschmaschine packen. Mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler, 100% Merino extra fein. So, und wir haben hier einen 50 Gramm Knäuel und der geht 120 Meter. Nadelstärke 3,5 bis 4,5 wird empfohlen. Und ich habe hier eine 5er, meine ich. Das sind auch Nadeln aus Miriams Shop. Super, super schön geschmeidiges Holz. Ja, das ist eine 5er Nadel. Ich stricke ja meistens größer als angegeben. Und die kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Das sind also, wir können hier ruhig noch ein bisschen schnacken, denn das Muster ist wirklich schnell erklärt. Deswegen zeige ich dir hier noch ein bisschen was zu den Materialien. Also, das sind nämlich die Lücke Rundstricknadeln. Das sind 80er, ein 80er Seil ist das. Ja, Länge 80 cm, Driftwood Birkenholz ist das. Also zurzeit auch ein Rabatt. Es gibt immer wieder Rabatte bei Miriam. Also diese Nadeln kann ich wirklich empfehlen. Ich stricke sehr gerne damit. Ein ganz geschmeidiges, weiches Holz. Da hakelt nichts. Am Übergang merkst du nichts. Da bleibt nichts hängen. Und das Seil, das dreht sich auch nicht blöd ein. Das geht eigentlich immer mit beim Stricken. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein 80er Seil, eigentlich zu lang für dieses Projekt. Aber es stört überhaupt nicht. Ich werde damit jetzt weiter stricken. Ich werde also bei dem neuen Garn jetzt erst einmal anknüpfen. Da mache ich dann diesen Knoten, wo ich schon wieder vergessen habe, wie der heißt. Ein netter Kommentar war schon unter meinen Videos, wie der heißt. Ich habe es vergessen. Das ist irgendwie für mich so nicht so wichtig, wie der heißt. Hauptsache funktioniert. Und so mache ich das jetzt und schneide ich das jetzt hier ab. Ich muss nur mal eben eine Schere suchen, geht gleich los. So, Knoten ist drin. Das fällt gar nicht auf nachher. Und wir. Das alles mir hier aus dem Weg, ist ja furchtbar. Wir legen los. Also, wie gesagt, 63 Maschen habe ich angeschlagen. Und gleich mit dem Muster losgelegt. Also du schlägst dann deine gewünschte Maschenzahl an und dann strickst du erst einmal eine Reihe mit linken Maschen zurück nach dem Anschlagen. Und zwar wird die erste Masche nur abgehoben. Die wird immer nur abgehoben und dann links. Alles links, lass dich jetzt durch die Umschläge nicht täuschen. Du hast jetzt halt deine angeschlagenen Maschen und strickst erst einmal alle Maschen links, bis auf die allerletzte Masche, die wird rechts gestrickt. So, eine linke noch und die letzte Masche, die strickst du rechts. Einfach damit wir hier diesen schönen Rand bekommen, der dann auf beiden Seiten gleich aussieht. Das ist dann so ein Knötchenrand und hier auf dieser Seite sieht er auch so aus. Und wie du siehst, sieht auch die Rückseite ziemlich hübsch aus, wie ich finde. Die kann sich sehr gut sehen lassen. Aber wirklich, man muss das schon noch spannen, denke ich, damit das einfach die Form hat. Es rollt sich nicht so wirklich ein, wenn ich so hinlege, sieht man ja. Aber das Muster kommt dann nachher einfach ein bisschen besser zur Geltung, wenn man das einmal
spannt ein bisschen. So, und jetzt die richtige Musterreihe, die man sich merken muss. Die erste Masche wird immer abgehoben, also wie zum Rechtsstricken einfach abheben. Und dann strickst du eine Masche rechts. Und was jetzt kommt, wiederholst du die ganze Reihe. Einen Umschlag, drei Maschen rechts, eine Masche heben, zwei Maschen rechts zusammenstricken und die gehobene Masche über die zusammengestrickten ziehen. Und dann drei Maschen rechts, einen Umschlag und eine Masche rechts. Das war ein Mustersatz und den wiederholst du die ganze Reihe. Also von vorne ein Umschlag, drei Maschen rechts, eine heben, zwei Maschen rechts zusammenstricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Drei Maschen rechts, ein Umschlag und eine Masche rechts. Und wiederholen, ein Umschlag, drei Maschen rechts, ein Heben, zwei Maschen rechts zusammenstricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, drei Maschen rechts, ein Umschlag und eine rechts. Und wieder von vorne, Umschlag, drei Maschen rechts, eine heben, zwei Maschen rechts zusammen, hier ist der Knoten, die gehobene über die gestrickte ziehen und drei Maschen rechts, ein Umschlag und eine rechts. Und das brennt sich recht schnell ein ins Hirn, so dass man da durchaus mit Fernsehen gucken kann. Also von vorne ein Umschlag, drei rechts, ein Heben, zwei Maschen rechts zusammen, gehobene drüber ziehen, drei rechts, Umschlag, eine rechts und wieder von vorne Umschlag, drei rechts, eine heben, zwei rechts zusammen, gehobene drüber. Man sieht nachher schon genau, was man machen muss, ohne dass man das mit sich im Kopf miterzählt. Drei Maschen rechts, ein Umschlag und am Ende zwei Maschen rechts. So. Und das war's. Und dann drehst du die Arbeit und auf der Rückreihe, da sieht man ja, da werden alle Maschen links gestrickt, aber die erste wird immer gehoben und dann strickst du direkt linke Maschen und der Umschlag auch links, damit eben diese Löcher entstehen, die wir für das Muster brauchen. Also, linke Maschen sind zwar langweilig, wie ich finde, ich stricke lieber rechte Maschen, aber wenn das Muster nachher so schön aussieht, dann strickt man natürlich auch gerne die linken Maschen. Und so machst du das immer weiter. Die letzte Masche rechts nicht vergessen, damit der Rand gleichbleibend aussieht. Und das ist dann das Muster. Du siehst, sehr einfach. Und du siehst auch hier unten, also das ist jetzt mein drittes Knäuel, was ich angefangen habe. Also wenn dir dieser harte Cut hier nicht gefällt, dann musst du eben gucken, dass du im Garn möglichst in der gleichen Farbe anknüpfst, wie du aufgehört hast. Und wenn das von der Mitte raus nicht die Farbe ist, die du brauchst und von außen auch nicht die Farbe ist, die du brauchst und du willst das aber unbedingt so haben, dann musst du den Faden so lange abrollen, bis du zu der Farbe kommst, die du brauchst. Aber ich denke, das ist es nicht wert. Dafür braucht man zu viel Garn oder man knotet nachher zu viel. Und so ein Cut hier unten, ich weiß nicht, mich stört's nicht.
Schöner ist natürlich, wenn das alles so ein bisschen fließender ineinander überläuft. Obwohl man mit diesem Cut hier auch natürlich im Muster richtig erzeugen kann, wenn man unifarbenes Garn nimmt und dann 2, 3, 4 Farben und das dann immer abwechselt, dann sieht das natürlich auch sehr schön aus, wenn man das gewollt hat. Gewollt so strikt meine ich. So, und die Breite und Länge des fertigen Schals, der fertigen Stola, das wirst du am Anfang des Videos erfahren haben. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, drittes Knäuel fange ich an. Ich habe noch ein paar und dann gucke ich mal, wie lange ich das für mich stricke. Also super farbenfroh, super bunt. Sehr einfaches Muster mit großem Effekt, wie ich finde. Das sieht nach sehr viel mehr aus als nach nur einer kniffligeren Reihe in Anführungszeichen. So, dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und zuschaust. Und mach ein Däumchen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Das freut mich immer sehr und das unterstützt natürlich auch meinen Kanal. So, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Winke, winke.